Ich höre jetzt schon einen vor der Tür. Das ist kein guter Anfang, weil eigentlich brauche ich Platz zum Weglaufen. Genau vor dir. Genau richtig. Feuerball. Ja, Blitzstrahl. Kaputt. Haben wir uns gerade gedreht? Ah, ja, wir haben uns gedreht. Geh mal weiter weg, kann das sein? Nee, okay, richtig. So, ein Dino ist tot. Das macht jetzt drei tote Dinos. Müsste so eine Strichliste einblenden. Aber dafür habe ich wahrscheinlich keine Zeit. Kein zweiter Dino. Kein zweiter Dino. So, vier tote Dinos. Tür. Zu. Level up. So, was hast du denn Schönes? Feuermagie, Circle of Fire. Also müssten jetzt alle 25% oder 25 Schutz gegen Feuer bekommen. Er hat gerade 2. Stimmt, die Schilder wurden vertauscht. So, er hat jetzt 17. Das heißt, wenn er das jetzt steigert, müsste er hier auf 32, 42 kommen. 1, 2, 3, 4. 42. Sehr schön. Also weniger Feuerschaden vor den verhassten Feuerelementaren. Feuerball, Blitzstrahl, schlafen. Also merken, 4 tote Dinos im Eingangsbereich. So viele können die nicht sein. Außer die haben eine riesige Akku-Range und laufen alle jetzt nach und nach hier zum Eingangsbereich. Das wäre nicht schön. So, reicht mir schon. Ich will nicht zu viel Essen verballern. Feuerball, Blitzstrahl, auf sie. Obwohl, Essen verballern. Wenn sie wirklich respawnen, haben wir unendlich viel Drachensteaks. Also, Eis, Eidechsensteaks, aber ja. So, Tanzfläche. Feuerball. Kaputt. Sehr schön. 5 tote Dinos. Oh, neue Fackel. Ich sollte sie nicht ganz weglegen. Nicht, wenn wir von Dinos umringt sind. So. Ist hier irgendwo eine Sackgasse? Ja, hier ist eine Sackgasse. Sackgasse ist toll. Von da können nämlich keine kommen. Jedenfalls nicht wirklich, außer das Spiel schummelt. So, das heißt, bis hierhin kann uns keiner flankieren. Das darf ich nur nicht falsch abbiegen. Hinter mir wäre jetzt der Ausgang. Richtig? Ich glaube schon. So. Oh. 6 tote Dinos. Ich bin mir jetzt schon nicht sicher, ob es wirklich 6 waren. Aber ich glaube ja. Dahin. Tür zu. Schlafen. Meh. Also ja, 6 tote Dinos. Jetzt dürften theoretisch hier in den ersten paar Feldern keine mehr sein. Also auch wenn wir jetzt gleich aufwachen, dürften wir keine Dino-Geräusche hören. Erst wenn wir tiefer reingehen. Hoffen wir, dass es so ist. Also ja, es sind immer schöne Erfahrungspunkte, aber darauf könnte ich verzichten. So, Feuerball, Blitzstrahl, nachgucken. 6, wahrscheinlich 6 tote Dinos. Ich höre jetzt schon wieder einen, aber der ist relativ weit hinten. Oh. Du bist ein anderer. So. Hinter uns ist der Ausgang. Kein zweiter Dino bisher. So, 7 tote Dinos. Da. Was zur. Weg. Ich glaube, da war noch einer. Jo. Nein. Genau das wollte ich nicht. Du bist der Angeschlagene. So. Komm, gib mir einen Feuerball. Gib mir einen Feuerball. Weg hier. Doofes Inventory-Fenster, gib zu. Gott, verdammt mich. Jetzt müssen wir durch dieses. Doofe Labyrinth. Raus. Oh. Okay.
Okay. Ein Eislizard-Steak. Ernsthaft? Und schon wieder ein stinknormaler Dolch. Irgendwas muss... Warum höre ich ein Dino? Also irgendwas muss mit den normalen Dolchen auf sich haben. Sonst würden wir nicht so viele davon finden. Weil es halt Anfängerwaffen sind, quasi. Würde es aber trotzdem gerne raus. Jo, jetzt sind wir draußen. Okay. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo der letzte Blaukristall war. Nicht in der Armory, nicht im Tic-Tac-Toe-Raum und ich glaube, hier war auch nirgendwo einer. Also werden wir dann nach oben müssen. Was aber nicht schlimm ist, denn da war... Ja, da gehe ich nicht rauf. aber ja, oben dürfte es eigentlich so schlimm sein. Denn da müsste direkt am Eingang ein Dingens gewesen sein. Warum bist du noch eine Halterung? So. Da unten waren die Archive. Nö, kein blauer Kristall. Sehr gut. Hoch. Zack. Da leuchtet es doch. Sehr schön. Klick. Alle leben wieder. Dafür haben wir... 8 tote Dinos. Definitiv eine Strichliste machen. Und wieder runter. Also, Feuerball, Blitzstrahl. Karte gucken. Bitte, also ein Dino müsste auf jeden Fall noch hinter der Tür lungern. Aber wenn, ich höre jetzt schon ein. Aber wenn der tot ist, dann müssten wir eigentlich langsam wirklich freie Fahrt am Eingang haben. So, einmal drehen. Umdrehen. Nee. Den hatte ich schon gedrückt. Drehen. Geradeaus. Nee. Wollen wir nach unten? Ich kann das jetzt gar nicht erkennen, wo ich lang soll. Ah, hier. Okay. Also falsch. Oh, da war ein Schalter, oder? Er hat gerade irgendwo Stein auf Stein gerumpelt. Ah, hier sind wir richtig. Sehr schön. Temple Grounds. Mhm. Da ist der Dino. Wir haben Tanzfläche. Ich sehe keinen anderen Dino bisher. Blitz. Aber ich höre, glaube ich, einen. Ich höre zwei Paar Dino-Schritte. Und der hüpft auf zwei Beinen, also kann er es nicht sein. Zack, kaputt. Okay, lauschen. Nichts. Das ist schön. Sicherheitshalber einmal in die Sackgasse laufen. Da ist keiner drin, also kann uns auch keiner flankieren. Vorwärts. Abzweigung ist nicht gut. Egal, wo wir langlaufen, es kann uns jemand in den Rücken fallen, wie der da zum Beispiel. Blitzstrahl. Ein bisschen die Nahkämpfer machen lassen, damit ich vielleicht noch einen Dino umbringen kann. Das hier wäre dann doch Nummer 10. Jo, das war mit sinkender Wahrscheinlichkeit Nummer 10. Eine Sackgasse? Keine Sackgasse. Zurück. Definitiv keine Sackgasse. Aber es schaut soweit ganz gut aus. Also gefühlt hatten wir bisher keinen Respawn. Es waren einfach nur sehr viele auf engem Raum gepackt und die sind halt nach und nach immer wieder hierher gerückt. Bereiten wir einen Zauber vor. So. Wir gucken mal ganz kurz da hinten hin. Also hier war eine Sackgasse. Hier ist ein langer Gang. Tanzfläche. Blitzbomben. Ja, Ressourcen können wir auch ein paar verballern. Keine Belastung bitte, nein. So. Also Ressourcen können wir auch ein paar verballern.
wenn das wirklich mehr werden sollten. Aber bisher sieht es echt gut aus. Vor allem ist es auch leise. Das heißt, es können keine in der unmittelbaren Umgebung sein. Ah, jetzt höre ich was. Okay. Aber das scheint nur einer zu sein. Und das sieht doch verdächtig so aus wie die Stelle, wo wir runtergefallen sind. Okay. Der Bereich ist hier komplett sicher. Sauber. Sehr schön. Jetzt höre ich einen Dino. Gab es hier nicht irgendwelche Türen, die man schließen konnte? Also im Original auf jeden Fall. Genau, die da. Hallo. Das war nicht gut. Das ist besser. So, stirb. Stirb, stirb. Oh. Kaputt. Okay, einer ist da noch. Ich glaube, ich laufe jetzt rückwärts die Strecke zurück. Hoffe ich nochmal. Tanzfläche, sehr schön. Wo bin ich? Ja, ich bin sogar einigermaßen rückwärts zurückgelaufen. Schön, 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 schön. Eigentlich sollte ich zurücklaufen. So rein energietechnisch. Weil du hast fast gar nichts mehr. Aber nur für den Fall, dass sie doch irgendwie respawnen und ich genau jetzt einen Respawn hätte, wenn ich umkehren würde, mach ich's nicht. Komm schon, gib mir den Stein. Das dahin, das Essen. Irgendwas hier zwischen? Nö. Da ist schon mal ein Dino. Kurz da hinten hingucken. Von da kann er nicht kommen. So, hier sind zwei Türen, wo wir uns hinter verstecken könnten. Hä? Eine da? Ja, zwei Türen. Mhm. Kein Spawn hinter uns. Und die Türen sind verbunden. Ja, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Das ist ja ganz machbar langsam. Du, da hinten. Vor allem können wir jetzt hier auch schlafen. Und es ist sicher. Das heißt, wir schlafen ganz kurz hier. Gehen dann wieder zurück in den Bereich, wo wir wissen, dass noch mindestens ein Dino ist. Und träumen erstmal. Du musst vorsichtig sein. Sie leben hier und sie werden dich stoppen wollen. Ja, darauf freue ich mich auch schon. Auf die. Sie fürchten, dass du ihre Visionen unterminieren wirst oder zerstören wirst. Die Vision, dich ewig einzusperren, finde ich nicht so wirklich schlimm. Aber gut, was weiß ich schon. So. Soll meine Energie auch erstmal reichen? Das Level-Up machen wir noch kurz. Daggers. Flurry of Slashes. Stacken die eigentlich? Also kann ich einen Backstep machen mit einer Spezialattacke? Wir kommen echt nicht oft hinter den Gegner. Also gehen wir weiter Richtung Flurry of Slashes. Oh. Zack, 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 zack. Tür auf. Ein Dino vorfinden und töten. Das ist der Plan. Und es ist ein guter Plan. Stirb. Wenn es denn einer bleibt. Und kaputt. Lauschen. Nichts hören. Fortfahren. Ah, ich höre was. Und ist wieder weg. Also nicht. Irgendwie weitläufiger hier, als ich gedacht hätte. Da einer und da hinten ist noch ein zweiter Schatten. Ja, da. Und die kommen ganz schön schnell, ganz schön nah ran, ohne dass sie Geräusche machen. Tanzfläche? Nein!
Okay, ganz ruhig. Ist nur ein Spiel. Aber es macht gerade Spaß. Es ist so richtig schön unheimlich. Überall Dinos, die in den Schatten rumkreuchen. Komm her, du Ninja-Dino. Was machst du da? Er will mich doch veräppeln. Tom und Jerry, Moment. Da bist du. Genau, komm her. So, wo war jetzt die Sackgasse? Die Sackgasse war da. Da darf ich nicht lang. Wo ist die nächste Sackgasse? Hier hinten ist Tanzfläche. Okay, ein kleiner Feuerbrunst-Dingens. Okay, lauschen. Alles ruhig. Schön. Weiter. Wir haben zwar gar keine Energie mehr, aber notfalls können wir echt einfach zwei Energietränke trinken und dann wegballern. Können wir schon mal vorbereiten. Also sobald ich jetzt irgendwas höre, was Dino-artig klingt, bin ich weg hier. Ein Schalter. Markiere ich kurz, drücke ich noch nicht. Für die Türen. Und ein Ornate-Schlüssel. Also ein Schnörkelschlüssel. Er hat irgendwo ein Schnörkelschloss, das weiß ich noch. Schalter, Dreher, Eisenschlüssel, nicht Schnörkelschlüssel. Zahnradschlüssel haben wir schon gemacht. Keine. Ja, da habe ich vergessen, was zu notieren. Irgendwo war noch ein Schnörkelschlüssel. Wahrscheinlich ganz oben irgendwo. Oh, da, Zahnradschlüssel. Keine Beschreibung. Also es scheint nicht für direkt hier zu sein. Obwohl es eigentlich meistens immer genau dafür ist, wo man gerade ist. So, gucken wir mal kurz hinter die Eisentür. Und hoffen, dass da nichts Garstiges rauskommt. So, erstmal hätte ich gerne eine Fackel, bevor ich die alte wegschmeiß. Wir haben keine Fackel mehr. Ich habe doch immer zwischendurch welche aufgesammelt. Ja, komisch. Ja, dann machen wir bitte Licht. So. Na, da ist eine Fackel. So, was haben wir dahinter? Ein Trank, der verdächtig in einem kleinen Raum ist. Mit einer Druckplatte und einer Tür. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um abzuspeichern und dann gleich zu schlafen. Also bis denne.